Hallo, ich bin Laura, Pilates-Trainerin im Fitness-Belly-Studio in Wien im 4. Bezirk. Ich sitze gerade auf dem Pilates-Reformer, ein super Gerät und ein Ganzkörpertraining. Wir arbeiten hier mit den Federn und mit dem Körpergewicht. Ich zeige euch jetzt einige Übungen, die wir am Reformer machen können. Der Reformer, der Klassiker der Pilates-Geräte, das beliebteste und vielseitigste Pilates-Trainingsgerät. Hiermit können verschiedene Körperbereiche in vielen verschiedenen Positionen trainiert werden. Er erleichtert eine Vielzahl an Kräftigungs- und Stretching-Übungen. Auf den Reformer ist ein Schlitten integriert, der auf Schienen gleitet und sich je nach Einsatz der Federn, Rollen und Seile bewegt. Bei dieser Übung Arm in Handles sind meine Hände in den Schlaufen fixiert, und ich arbeite meinen gesamten Rumpf, Bauch, Arme und Rückenmuskulatur. Durch das Bewegen meiner Arme und den Zug der Federn bewege ich den Schlitten hinaus und zurück zur Ausgangsposition. Somit wird meine gesamte Muskulatur gefordert. Bei der nächsten Übung Feet in Straps werden die Füße in den Schlaufen der Seile eingehängt. Eine Variation an verschiedenen Bewegungen hier. Leg Circles, Frog Legs, Mobilisierung der Hüftgelenke, Kräftigung und zugleich Dehnung der gesamten Beine. Und nicht nur das, sondern auch gefragt hier, wird ein Powerhouse. Der Rücken muss in den Schlitten stabilisiert werden. Die Kontrolle musst du über die Federn halten. Fließende, kontrollierte und bewusste Bewegungen sind hier gefragt. Die Federn agieren wie deine Muskeln. Du ziehst sie auseinander, beziehungsweise du verlängerst sie. Und du schließt die Feder im Sinne, du aktivierst deine Muskulatur bzw. du ziehst sie zusammen, im Gegensatz zu verkürzen, das wollen wir nicht. Bei dieser und bei jeder Übung kommen die Pilates-Prinzipien im Einsatz. Die Atmung, fließende Bewegung, Kontrolle, Zentrierung und Präzision. Auch hier eine gute Dehnung am Ende der Übung, Innenseiten der Beine, ein Bein zur Seite strecken, kurz halten, Seite wechseln, bevor wir die Füße vorsichtig von den Schlaufen rausnehmen und sie auf der Fußstange platzieren. Die nächste Übung, die Brücke am Reformer, ein Challenge für den gesamten Körper, besonders die hintere Linie des Körpers, indem wir den Reformer kontrolliert hinaus- und hineinfahren. Zum Abschließen der Übung, im Sitzen hinaufkommen oder eher im Sitzen aufrollen und zur nächsten Variation von Übungen auf den Reformer. Bei den nächsten Übungen im Stehen, jeder kennt die Übung Plank, hier der Long Stretch. Long Stretch zum Elephant, Übungen, die den ganzen Körper herausfordern und nach deiner vollen Konzentration verlangen. Somit hilft dir der Reformer, Bewegungsprinzipien besser zu verstehen und in deinem Körper zu spüren. Nicht nur das, du trainierst deine tiefliegende Muskulatur effizient und spürst nach wenigen Trainingseinheiten deinen Körper gekräftigt und eine verbesserte Körperhaltung. Bei der nächsten Übung, wie du siehst, im Stehen, die Side Splits. Fokus ist auf der Innenseite der Beine, auf das Gleichgewicht, eine Herausforderung auch für deine Koordination, deine Konzentration. Varianten gibt es da sehr viele bei diesen Übungen, wie die nächste auch, Skater. Du siehst, ist der Reformer ein vielseitiges Pilates-Trainingsgerät. Es erleichtert eine Vielzahl an Kräftigungs- und Stretching-Übungen. Wie du siehst, im Sitzen, kniend, liegend oder stehend auf dem Schlitten setze ich diesen Schlitten in Bewegung, indem ich ihn mit den Armen oder mit den Beinen von der Fußstange wegdrücke oder an den Seilen ziehe. Die Spannung, die durch den Zug der Federn aufgebaut wird und die Kontrolle, die notwendig ist, um den Schlitten wieder in die Ausgangsposition zurückzubringen, diese fordern die Muskulatur. Bei der nächsten Übung, die Long Box, das ist eine Box, die kann man an Reformer in die Längs- oder Querstellen. Die Übung Pulling Straps, eine Übung im Liegend, kräftigt die gesamte hintere Muskelschlinge, Muskelkette von Schulterbereich, Latissimus, großer Rückenmuskel, hinunter bis zu Gesäß, Innenschenkel, Beine und Arme. Trizeps Press, hintere Arme. Gut für die Haltung auch, für die gesamte Wirbelsäule. Bei der nächsten Übung, der Teaser.
die Pilates-Übung, eine schöne, aber auch sehr schwere Übung, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener. Der Teaser ist für alle schwer. Aber zum Teaser hinaufzuarbeiten, da trainieren wir die Building Blocks. Wir bauen langsam auf. Der wird nicht direkt auf den Reformer am ersten Mal gemacht, sondern auf der Matte am Boden. Anschließend The Mermaid, ein Side Stretch am Reformer im Z-Sitz, die Beine wie ein Z, auch gut für den Hüftbereich und die ganze seitliche Linie vom Körper wird gestreckt und geöffnet, gedehnt. Dazu noch eine Drehung dazu mit einer Wirbelsäule-Streckung und einer Wirbelsäule-Flexion nach vorne beugend, um die Rippen hinten schön zu öffnen und den gesamten Körper zu dehnen. Abschließend zum Mermaid auch in die andere Richtung strecken. Wichtig dabei auch die Länge im Rücken zu behalten, obwohl wir uns zur Seite beugen, wollen wir immer schön Platz schaffen, die Länge in die Länge nach strecken. Das unterstützt auch die Kräftigung der Bauchmuskulatur und schafft auch mehr Länge in der Taille, in den Rücken und vorbeugend auch gegen Rückenschmerzen. Ja, somit habt ihr einen gesamten Überblick, einige Reformerübungen gehabt. Auf jeden Fall Reformertraining zu empfehlen.